Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Parasite Eve 2. In der letzten Folge haben wir die CD1 abgeschlossen und es geht auch schon gut hier los. Am Anfang der CD2, unser Kollege, der Detektiv, ich habe mir seinen Namen immer noch nicht gemerkt, wurde direkt angeschossen. Entweder wurde der Skill nicht mit auf die CD2 geladen oder er stellt sich direkt quer, weil er sich so denkt, nee, komm, du hast was von 7-8 Stunden Gameplay noch erzählt. Nee, sorry, aber da mache ich nicht mit. Ich stelle mich jetzt einfach hier so hin. Nehme auch keine Heilung an, die er potenziell von mir annehmen könnte. Kann ich es wenigstens mal versuchen? Nee, ich kann auch nicht wechseln oder so. Ich mich jetzt selber heilen, mache ich es lieber nicht. Ja, wir waren auf dem Weg zum Bunker. Ich glaube aber nicht, dass wir jetzt schon da sind. Der Laster ist futsch. Ja, by the way. Mittlerweile haben wir es wirklich den 22. März um 1.13 Uhr nachts. Versprechen wird erfüllt. Die Nacht des Bunkers, sie ist da, sie ist gekommen. What? Das hat jetzt voll die Zufallskampf-Vibes, ne? Ich überlege gerade, soll ich? Ich meine, es ist ein... Ne, das zieht nur 7 ab. Ja, ich wollte gerade nämlich sagen, es ist ein Einzelschuss, aber das wirkte mächtiger. Das zieht nur halb so viel Mana, also nehme ich das, jawohl, und dann... Ja, die 100 Schuss, die waren nicht gelogen. Das ist ja geil. Ich musste den sogar penetrieren. Wäre der so oder so gekommen? Auch wenn ich mich nicht bewegt hätte, sind sie okay. Halb so schlimm. Ich halte die Stellung. Schnell in den Stollen. Das fand ich auch mal. Echt sorry. Das, wie, echt sorry. Ja, ich halte es wirklich. Echt sorry. Ich verspreche es. Stollen, ja, weißt du? Die guten Stollen. Das habe ich immer nie so verstanden, aber egal. Hier, friss, zack. Was? Der hat mich trotzdem getroffen, ey. Zumal, was mache ich jetzt eigentlich, wenn ich hier Game Over gehe? Dann muss ich tatsächlich wieder die fucking erste CD spielen, ne? Das wäre natürlich nicht so geil. Soll ich direkt... Ich weiß nicht, halte ich ihn auf? Moment. Hat er mich gerade den Berg runtergeworfen? Das ist jetzt natürlich... Ich kann das Spiel laden? Mit der CD2, das machst du nicht mit, oder? Das machst du nicht mit. Tatsächlich. Ja, aber jetzt weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wo das ist, ne? Es könnte sogar sein, dass das im schlimmsten Fall vor dem Boss war. Oder ich hab echt keine Ahnung. Ich muss mal gucken, was die Karte hier sagt. Oder es war kurz nach dem Boss. Ob Mr. Darkson mir... Das ist natürlich... ich hab echt nicht vorher gespeichert, ne? Also so überhaupt gar nicht. Ja, das ist gerade so der Moment, wo man immer nicht so weiß, was machst du jetzt? Gehst du raus und vergewaltigst eine Olle oder läufst du direkt amok bei Square Enix, bei Squaresoft? Oder schneide ich mir einfach die Pulsadern auf? Boah, das ist natürlich richtig ekelhaft. Also, um das mal kurz zusammenzufassen. Das ist so, das Ding ist ja auch, ich mache ja, ich kann es gleich mal kontrollieren, aber ich mache ja, wenn ich eine Pause mache, sicherheitshalber immer einen Safe State, aber ich glaube, ich habe hier keinen gemacht. Ich kontrolliere mal. Nee, ich hab generell keinen Safe State, weil das ist ja die zweite Disc. Ich finde es aber gerade sehr, sehr verwirrend, dass ich die CD2 drin habe und in einem CD1-Areal bin.
Das geht. Normalerweise dürfte das gar nicht gehen. Das ist voll komisch, Leute. Das ist voll komisch. Weil ich ein ehrenhafter Hund sein will, aber wollte. Warum habe ich keinen. Warum habe ich nicht einfach ein Sicherheitsasset gemacht? Jetzt muss ich den ganzen Scheiß nochmal spielen. Ja, gut, ich jetzt hier weiter unnötig. Ja, das war's mit der versprochenen Bunker-Nacht. Ich. Tja, spiel dann wohl mal nach. Warum habe ich nicht vorher gespeichert? Ich verstehe das nicht. Gut, ich meine, konnte ja jetzt auch. Ich meine, mal fairerweise gesagt, klar, der Longplay ist auch in zwei Teile geteilt gewesen. Also man hätte darauf spekulieren können, dass dann da die CD vorbei ist. Aber es hätte ja auch sein können, dass ich so speichern darf und bla. Was ist das für ein Anfang? Was ist das für ein Anfang, Leute? Was ist das für ein Anfang? Du legst die CD2 rein und wirst direkt vergewaltigt. Ja, also wie gesagt, ich schnapp mir jetzt einfach ein Lied und spiel das dann nach, still und heimlich und mal gucken. Je nachdem, wie ich Lust habe, schneide ich mir dann einfach die Pulsadern auf. Bis gleich. Bis gleich, ja. Vielleicht mache ich auch erst mal 5 Wochen Pause. Das ist so dumm. Das hat man davon, wenn man mit fairen Mitteln spielen will. Also generell klar, warum bin ich so dumm und speichere nicht? Das schon mal. Da kann man schon mal so ein bisschen auch hinterfragen, warum bist du so bescheuert gewesen? Und dann aber. Ach nee, komm, fickt euch doch alle. Bis gleich, schätzungsweise. So, dreimal dürft ihr raten, wie spät es jetzt ist. Während ihr das Ganze versucht zu erraten, versuche ich mal hier jetzt den Scheiß zu machen. Oh, ich bin verletzt, oh nein, da kommen sie. Ich komme auch gleich, ey. Aber oh, das ist nicht die gute Art von kommen. Das ist die Messer in die Brust rammen Style kommen Art. So, lass mich mal. Ach nee, ich kann. Moment. Doch, nee, kann ich nicht. Ja, weil noch kein wirklicher Kampf angefangen hat. Und Moment, was habe ich denn überhaupt für eine Waffe drin? Ich hab. Ah ja, warte, die Pistole, genau. Pack mal. Okay, Moment, das ist dumm. Wieso habe ich. Ach nee, die habe ich in der Tasche, glaube ich. Naja, Granaten. Zack, ja. Ich würde mir jetzt gerne schon Protest geben, also Schutzrüstung und so, aber geht ja nicht. Ich bin ja noch nicht im Kampf. Hier kommt niemand, okay? Das ist gelogen. Wie war das beim letzten Mal? Zumal. Habe ich da jetzt was? Ich bin okay. Ich habe jetzt da jetzt was übersprungen. Zumal, lass mich auch nochmal was gucken. Genau das ist es nämlich. Ich bin nämlich gar nicht richtig gestorben, sondern den Kackberg runtergefallen, ihr Missgeburten. Dann stelle ich mich jetzt hier hin. Wo sind sie denn? Toll! Ja, das ist nicht. Moment, kann der sterben? Das wäre super lustig. Irgendwie würde ich dem das gönnen. Zack. Habe ich ihn getötet? Nee, ich habe beide mit einem Hieb. Das habe ich vorhin beim Nachspielen auch geschafft. War voll cool. Sind sie okay? Ja, halb so schlimm. Moment. Warum schaue ich mir den Scheiß nochmal an? So. Fuck off. Ja, sie lassen mir auch eigentlich Zeit und sind ja nicht so. Aber. Ach, perfekt. Ich lieb's. Badabababa. Moment, das war McDonald's, ne? Ja. Aber wenn sie dann kommen, dann ist echt nicht so geil. Weglaufen. Nein. Egal, so, okay. Nachladen. Ja. Komm. Ist okay jetzt hier. So. Ist ja echt gegen den Laster gerade gehüpft. Kleiner Trottel, du. Nein, Moment! Ah, das war falsch. Oh, ich glaube, der wäre von alleine runtergefallen. Heilung sieht tatsächlich
anders aus. Das ist es nämlich. Und er ist nicht runtergefallen. Ja, in Fachkreisen nennt man sowas Camper, aber Leute, ich bin jetzt ein gebranntes Kind. Also sowieso, weil ich als Kind damals im Backofen mich verstecken wollte und meine Mutter angemacht hat und erst zu spät gehört hat, als ich gebrüllt bin, aber ferner von dem war das auch nicht so geil. Kann ich das alles mitnehmen? Nee, weißt du was, hier, ich weiß gar nicht, brauche ich es denn? Die Hydra, Kaliber 15 Power, 50 Schuss. Ich bin ja auch irgendwie voll. Nee. Rifle. Nee. Wir verschieben das in den Kack. Brauche ich nicht da. Moment, ist er jetzt eigentlich tot? Ich habe nicht aufgepasst. Ich denke mal spontan nicht. Der lasst das futsch. So, da war doch oben eine Anzeige und dann war sie nicht. Das ist voll komisch mit dem Typen, ey. Mal lasse ich da jetzt was liegen? Ne, erstmal nicht, oder? Die Mucke ist auf jeden Fall noch da. Gefahr betreten verboten. Achtung, Steinschlag. Finde ich etwas übertrieben. Ja, du bist gerade den Berg runtergefallen, also. Ich glaube nicht, dass du da. Ne, du weißt schon. Sei einfach ruhig. Medigen, ob er okay ist. Ja, das interessiert mich gerade null wirklich. Oh nein, da geht's wieder los. Okay. Ja, im besten Fall. Ja, das ist halt so dieses. Das ist halt so dieses. Ja, was soll ich machen, du muttergefickte Auschwitz-Schablone? Ja. Oh, noch einer. Flatsch. Perfekt. Mehr oder weniger. Das ist es halt. Was manchmal schon so ein bisschen abfuckt. Vor allem, meist haben die Motten dann ihre Hände im Spiel. Du willst offensichtlich das größere Übel angreifen. Und dann kannst du es aber nicht anvisieren. Ja, so. Okay, ja, wir haben es mittlerweile 12.46 Uhr mittags. Ich bin quasi gerade aufgestanden. Ich glaube, man hört es auch raus. Ich war gestern... Ich habe es gestern in knapp 25 Minuten, allerhöchstens länger war es nicht, gemacht. Ja. Also es war nicht so lang. Aber ich war so dermaßen angepisst, dass ich halt wirklich direkt am Anfang zweimal gestorben bin. Also wenn man da so die von dem Motelzimmer aus die Leiter runtergeht. Ich bin direkt zweimal gestorben und dann nochmal einmal ganz zum Schluss, bevor ich dann komplett fertig war. Weil ich war so stur und angepisst, dass ich einfach dumm stehen geblieben bin und einfach versucht habe, die Leute wegzuballern. Und das war bei den fliegenden Gegnern halt sehr schwer. Wie gesagt, du willst ja dann eine handgesteuerte Weiche, oh fuck, Rätsel. Du willst ja dann, wie hier eben, die großen Gegner penetrieren und dann hast du aber die Motten im Sichtkegel und ich habe dann einfach dumm hin und her geschossen. Und die, also du hattest ja einmal die kleinen Dinger und dann die größeren Motten, die runtergefallen sind, wenn du sie erschossen hast, angeschossen hast. Und die sind dann in mich geflogen. Also die haben dann richtig Allahu Akbar gemacht und so. Weil es war dumm. Und letzten Endes habe ich es aber geschafft. Aber auch wenn es nur 20 Minuten waren. Das Ding ist ja das, was dann... Also ich, ja wie gesagt, ich muss der Reihe nach erzählen. Eine Lore versperrt den Weg, die Bremse lösen. Nee, ich lasse mal nicht, dass ich dann potenziell auf der anderen Seite eine Waffe kriegen könnte, die ich dann nicht mehr kriegen kann. Also ich musste mir dann wirklich mehrere Gegenstände reinpfeifen, was aber okay war, denn ich konnte ja sowieso nicht alles mitnehmen, von daher, wir wussten das ja, dass ich ein paar Sachen im Auto lassen musste. Ich habe dann auch dementsprechend minimal mehr Geld ausgeben müssen, also 200, 300 neue Gegner. Die Goblins sind los. Irgendwie bin ich jetzt auch wieder voll, wie ist denn das jetzt eigentlich passiert? 200, 300, Geld habe ich jetzt weniger, Bounty Points, weil ich mir dann halt nochmal Mana, HP und MP kaufen musste. Aber was tatsächlich funktioniert hat, war die Orientierung, Leute. Ich weiß, das glaubt mir wieder keiner, das ist eher so ein schlechter Witz, aber ja. Ich war so aggro, einerseits wie gesagt schlecht gespielt, aber andererseits dachte ich mir, komm,
Wenn ich jetzt noch die Zeit mitrechne, die ich immer damit verplemper, orientierungslos zu sein, dann brauche ich ja noch ewig. Und dann war ich so auf die Umgebung fokussiert, das war so herrlich, ey. Ja, aber danach hatte ich dann wirklich keinen Bock mehr. Ich habe dann nochmal so versucht, ein, zwei Mal. Ah, was ist das? Dieses dumme Kackrätsel, ey. Ja, dann mache ich's doch. Ich habe dann versucht, eine Runde LOL zu spielen. Also, Betonung liegt auf versucht. Es war nicht so, dass ich dann gescheitert bin, sondern bei LOL, ich bashe dieses Spiel und diese Holocaust Company immer wieder gern. Ich kann es immer wieder gerne sagen, dass ich die am liebsten alle umbringen möchte, da drüben. Es funktioniert nicht. Vor allem nicht nachts. Vor allem nicht, wenn du noch nicht mal Level 30 bist. Ja, mein Account wurde ja gesperrt und so, bla 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 bla. Ich war die Ari mit den meisten Meisterschaftspunkten weltweit, aber dann wurde halt mein Account gesperrt, null. Ich war halt zu gefährlich für die Leute, was soll ich sagen? Also zu intellektuell einfach. Da ist es ja so, dass die dummen Leute, die sich sklaveritös verhalten und so weiter, die werden ja gelobt, und wenn du dann das Spiel kritisierst und so weiter, du wirst halt einfach gebannt. Und es hat nicht funktioniert, ich habe nicht meine Rolle gekriegt und bla und bla. Und naja, nach einer Dreiviertelstunde Warten und AFK-Sperren habe ich es dann gelassen. Ja, und dann bin ich halt schlafen gegangen. So viel dazu. Aber es hat auch seine Vorteile. Ein großes Brett. Robuste Eiche, sehr stabil. Ist das eine Weicheiche? Lululul. Vorsicht, was stand da? Vorsicht, Gefälle. Achso. Ich dachte, das war jetzt irgendwas Bayerisches oder so. Gefädele. Da ist auch die Folge um. Was hat mir das jetzt gebracht? Sie steckt fest. Ja, das ist halt so das Ding. Habe ich es jetzt zu früh gemacht? So, ist das eine Vorbereitung auf ein späteres Rätsel? Ich habe keine Ahnung. Das Ding ist ja, dass ich ja durch Douglas erst eine Powerwaffe gekriegt habe. Also kann es auch durchaus sein, dass das hier einfach nichts ist. Irgendwie bezweifle ich das. Aber ja, was soll ich tun? Speichern kann ich ja immer noch nicht, wie man sieht. Oder ist hier irgendwo... Nee, wir haben nur eine Box, aber kein... Warte mal... Box im Sinne von Kofferraum, oder ist da wieder Munition? Gleich mal nachchecken. Wir haben keinen wirklichen Speicherpunkt. Ja, er hat seine Vorteile. Ich habe ganz gut geschlafen. Das ist auch jetzt wieder ein paar Tage her, dass das so war. Also kann mich diesbezüglich nicht beklagen. Ich hätte halt nur gerne diese Bunkernacht gehabt, ne? Ja, Box im Sinne von Boxy-Box, ne? Das ist jetzt kein Munitionskasten. Wäre irgendwie schwer zu erklären. So, warum folgt mir der Munitionskasten? Was ist seine Intention? Ich kann euch mal sagen, was meine Intention ist. Nämlich jetzt hier an dieser Stelle schätzungsweise die Folge zu beenden und hoffen, dass dahinter nichts Sonderbares ist, dass es jetzt okay ist, dass ich das nicht habe. Übrigens, bevor ich das vergesse, diese Info wollte ich tatsächlich schon beim ersten Versuch sagen, weil ich das schon vorher wusste. Also dann halt am Anfang der Folge 30, die eigentlich schon heute Nacht gedreht werden sollte. Ich habe natürlich schon sicherheitshalber mal den zweiten Part des Walkthroughs aufgemacht und habe in der Videobeschreibung gelesen, dass er das... Wie heißt der Typ nochmal? Bruce? Bruce Ending? Hieß der Bruce? Irgendwie sowas. Und wenn ich den Namen nochmal lese, dann sage ich euch es nochmal. Also... Es gibt mindestens zwei verschiedene Enden, und es kann wirklich sein, dass dieser Dialog, dieser Bar-Dialog, den ich spontan nicht bekommen habe, weil, hey, kann ja mal passieren, dass der tatsächlich zu diesem Ende beiträgt. Ne? Also nur mal so, wir werden dann am Ende des Spiels uns einfach beides, oder wie viel auch immer es da sind, anschauen. Der ein oder andere könnte jetzt vielleicht wieder sagen, das ist ja doof, das ist ja ein Spoiler, bla 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 bla. Aber das ist halt immer so das Ding, wenn du keine Zuschauer hast. Du musst dir irgendwie selber helfen. Und ich bin bei sowas immer sehr, sehr froh, wenn ich das vorher weiß. Weil ich kenne auch viele Let's Player, die wissen das nicht. Und dann spielen sie halt einmal, sie kriegen halt irgendein Ende und dann ist fertig. Die sind ja sowieso nicht so tiefgründig. Fazits und so weiter gibt es ja auch gar nicht. Direkt, wenn die Credits laufen, Feierabend. Okay, Leute, das war's. Tschüss, bumm, zack, im... Im schlimmsten Fall verpasst man dann sogar noch die extra Szenen, die in manchen Spielen nach den Credits kommen. Und da ist es dann halt wirklich gut,
wenn man dann vorher Bescheid weiß, weil mich würde das dann als Zuschauer halt auch einfach so interessieren, okay, was gibt's da noch für Enden, wie kann man die erfüllen und so weiter. Und manchmal, manche Spiele haben ja wirklich so abartig krasse verschiedene Enden, wo du dann einmal dein Happy Ende hast und einmal hast du so ein Ende, wo alle verrecken und so weiter. Das ist auch teilweise sehr verstörend, was es da so gibt. Vor allem damals da. Also es gibt beispielsweise auch so einen Kanal, der nennt sich... Ich weiß nicht, wie er sich nennt. Ich schaute die Videobeschreibung. Aber der beschäftigt sich beispielsweise... Who is this legit? Oder irgendwie sowas. Der beschäftigt sich auch mit schlechten Enden in Spielen. Und was da teilweise für abgefuckter Shit passiert, das ist echt unglaublich. Also wirklich. Und von daher kann es hier auch durchaus sein. Aber gut, genug von mir. In der nächsten Folge dann mehr von diesem da. Und ja, hatte ich es gesagt, ich reagiere sehr, sehr empfindlich auf sowas. Besonders noch schlimmer ist es dann bei Rollenspielen, wenn du trainiert hast oder so. Da kommt es dann wirklich einfach mal vor, dass ich dann mehrere Wochen Pause mache. Und es kam auch so unerwartet, so seit wann kann man denn vom Berg fallen? Ja, das hätte mir auch ruhig mal irgendwie jemand sagen können oder so. Das war ja kein normaler Tod, das war ein fucking Insta-Kill. Weil die Bastarde nämlich mich runtergeworfen haben. Und wie gesagt, das Spiel ist tatsächlich schwer. Man muss schon irgendwo aufpassen. Und da ich ja beim wiederholten Spielen nicht aufgepasst hatte, hatte ich es echt schwer. Also du kannst dich einfach nicht irgendwie blöd in irgendeine Ecke stellen und einfach stumpf schießen. Du musst da schon... Gut, im Ausweichen bin ich auch nicht der Beste, aber du musst schon schauen, so, okay, ich baller die kleinen Bastarde halt mit der Pistole weg und dann den großen mit dem Granatenwerfer und so weiter. Das ist schon echt gar nicht mal so schlecht. Aber kann natürlich eben, wenn du dich in eine Scheißsituation manövrierst, auch sehr unfair werden. Weil ich hatte dann so Szenen, die hatten wir, glaube ich, bestimmt auch in einem Let's Play, oder? Wo du dann wirklich, du willst den fetten Bastarden besiegen und um dich herum sind aber noch Fledermäuse, weil du die aus unbekannten Gründen an dich hast rankommen lassen. Und dann konnte ich kaum noch was machen. Ich konnte nicht zaubern, ich konnte nicht schießen oder so, weil sie so eklig hintereinander angegriffen haben, dass es quasi so war, dass der Fette hat angegriffen, dann wollte ich mich heilen und während ich versucht habe, mich zu heilen, hat die Fledermaus angegriffen, weil so, sie haben nicht gleichzeitig angegriffen und dann kann schon sehr unfair werden und fast schon unspielbar, wenn du dich dann in so eine Situation manövriert hast, aber ja, was soll ich sagen, im besten Fall hast du vorher gespeichert, sofern du dürftest. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.